Ja. Windows crashed. Da, 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 da. Alles neu starten. Das ist der Code. So. Musik, Chat. Ai, ai, ai. Fehlt aber noch ein Fenster. Ein Fenster. Verdammt, der. Über. Im Channel des Sports. Prima Tool. Da haben wir einen Chat. Chat is back. Sorry. PC Crash. Tim, tim, tim. User starten. Auch wieder alles da. Dann fehlt noch Stream Labels. Da. So. Borderless Gaming. Gut, jetzt. Du sollte alles wieder da sein. One moment, please. Code 1. Wait. Not on. Mal sehen, wie viel Fortschritt ich jetzt verloren habe durch den Crash. Ach, fällt mir noch ein. Grafikkarte noch den richtigen Takt geben. Eieiei. If you non-stop with the nonsense, you go. I don't have time for this. And if you say, oh.
messages. No, got no reply for this 200k in a place. Die Mission war es denn, okay. Okay, das hat er gespeichert. Nixa stays offline. Ah, okay. Angie! Moin moin! Ja, ich hab da grad schön Bluescreen von Windows. Alles abgestürzt, alle drei Monitore leer. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Die tollen Sachen, die ich letztens bei dir gewonnen habe, doch noch umgetauscht. Weil ich mir gesagt habe, ach so ein Stofftier, das muss ich mir nicht bestellen. Kissen, das hat mich gereizt, ob ich das Kissen bestelle, aber dann dachte ich mir, ach scheiß, was willst du damit? Und auf meine Mütze warte ich ja immer noch. Verdammte Axt. Da habe ich eine Mail, dass die irgendwie am 15. Shanghai Luftpost übergeben wurde und seitdem kein weiterer Eintrag. Dauert wohl noch die Mütze. Ja, schade. Ich dachte nicht, dass das so lange dauert. Aber naja, was soll's. Ich hab meinen Supply Drop gekriegt. Gestern, glaube ich, oder heute, weiß ich nicht genau. Kann ich wieder ein paar Sachen verraffeln. Das ist schon mal viel wert. Das hilft schon mal, dass wenigstens ein paar Leute reingucken, ne? Was hältst du eigentlich davon, was ich mir ausgedacht habe? Guck mal, in 10 Sekunden wird wieder ein Code eingeblendet unten im Bild. Der wird dann benötigt, um bei dieser Raffle hier mitzumachen. Habe ich mir so ausgedacht. Habe ich so eine Textsource hier in OBS reingemacht und gesagt, hier in der Datei guckst du. Und die Datei lasse ich dann mit einem Batch-Skript, mit einem Code beschreiben und auch wieder rausnehmen. Zweimal pro Minute. Zeigt da den Code an. Hat denn die Leute Vorteil haben, die denn wirklich zuschauen und nicht nur reinseppen, mitmachen und wieder raus sind. Dass die aktiven Zuschauer sozusagen einen kleinen Vorteil haben. Müsste jetzt in 4 Sekunden wieder losgehen oder 3 Sekunden. Passt nicht? Stimmt! Dankeschön, dass du das gemeldet hast. Das hatte mit dem Crash zu tun. Weil die Datei liegt im Arbeitsspeicher. Jetzt müsste es kommen. Noch 20 Sekunden, okay. Ja, die liegt im Arbeitsspeicher und durch den Crash hat er das nicht gemacht. Wollte ich rumposen und dödö. Das war ein Fehler, sorry. Aber jetzt, jetzt passt der Code.
Ja, ist klar, ne? Ja. 71% haben den. Wie? Ach so. Jetzt 75. Ja, siehst du, ein paar Bots und so. Ich versuche noch nicht immer den ersten zu nehmen. Dass die Leute, die reinkommen und denken, das erste ist es. Ich versuche auch immer was anderes als den ersten zu nehmen. Antwort A ist meistens nie richtig. Ach nee, ich wollte den nicht aufheben. Aber so dachte ich mir, kannst du die aktiven Leute, die dann wirklich noch hier bleiben, ein bisschen belohnen. Ich habe ja jetzt auch bloß zwei von diesen G-Fuel Starter Kits. Mal sehen, wann ich das andere verlose. Mit den anderen Sachen habe ich ja auch mehr gekriegt, so eine Crates und Coin-Buffs und sowas alles. Da kann man dann öfter raffeln. Aber das andere ist ja ganz schön knapp und wertvoll. Das muss ich dann sehen, wann, an welchen Tagen ich das denn noch mal reinhaue. Aber ist schon cool, da haben sie sich was Cooles ausgedacht mit diesen Supply Drop. Je kürzer, umso besser, ja. Aber andererseits müssen die ja auch mindestens 100 Coins ausgeben. Und 100 Coins kann auch eine ganze Menge sein, ne? Wenn man im letzten Gewinnspiel schon mitgemacht hat. Immer so eine Sache. Aber eigentlich hast du recht. Ich sollte den mal wieder ändern. Machen wir mal. So. New. Code. Multiple Choice. Dann hier noch in der Datei einstellen. Ist auch ein ganz kleines Batch-Skript bloß. Hat vielleicht bloß, weiß ich, 10 oder 20 Zeilen, wo ich den Code dann eintrage und bloß starte und dann ändert er die Textdatei. Jede Minute zweimal. Dachte mir, das ist auch nicht schlecht. Manche machen das ja so, dass der Streamer dann gefragt werden soll nach dem Code, aber das muss nicht sein. So können sie sich das angucken, wenn dann einer fragt, sage ich ihm, wird zweimal pro Minute angezeigt, guck einfach und stream, ne? Mit meinem gebrochenen Englisch. Na, druckt schon wieder so. War ich ja lieber mal. Vorhin schon auf dem Progress verloren oder abgeschmiert ist. Ja. Die passt schon wieder nicht. Warte. Okay. Erzähl mir nicht so was. Verdammt. Habe ich echt die Null vergessen? Idiot. Das üben wir noch, ne? Das müssen wir noch üben, pro Streamer und so, ne? Ja, für meine 44 Follower schlage ich mich doch gar nicht schlecht. Ich habe zwar 800 auf Twitch. Ja, das war noch zu der Zeit, wo ich noch aktiv GTA gespielt habe, ne? War ich schon mal über 1000 sogar. Aber das sind schon Follower, ne? Die Leute, die dann ab und zu mal vorbeischauen, die sind viel, viel wichtiger. Follower ist bloß eine Zahl, das habe ich auch schon festgestellt.
Damit gewinnt man auch keinen Keks. Wie lange bist du eigentlich schon auf Sliver? Oh, so viele! So viele! Reite ich euch um. Eiskalt. So, wo haben wir noch einen? Wo bist du? Rennst weg. Ist immer noch am Leben. Hebt ja wohl gar nicht. Als User oder Streamer? Na, ich denke mal, du warst ja vorher User, ne? Hast du denn direkt mit Streamen hier auf Sliver angefangen oder auch erst auf Twitch angefangen und dann später mal Sliver entdeckt? Ich war ja schon mal Affiliate für ein ganzes Jahr lang bei Twitch. Und dann habe ich mir die Affiliate-Vereinbarung mal durchgelesen, was da alles drin steht. Und wegen Streamen auf andere Plattformen. Okay. Dann habe ich das sogar hingekriegt, das Affiliate wieder loszuwerden bei Twitch. Jetzt darf ich an alle Plattformen streamen gleichzeitig. Dieses Exklusiv-Content gilt nicht mehr. Das ist schon mal viel wert. Dass mir Twitch nicht verbieten kann, was ich hier wohin streame und so, ne? Als User Februar, okay. Aber bei mir wird das wohl noch einen Moment dauern. Weil wurde jetzt schon einmal abgelehnt und ich werde mich jetzt auch nicht gleich sofort wieder bewerben, ne? Und die hier für eine Opferstätte. Das wird dann noch einen Moment dauern, bis ich mich da nochmal bewerben tue. Ja, viele denken ja, Twitch Affiliate ist irgendwas Schönes, ne? Aber letzten Endes bringt das nur einen Vorteil. Das bist nicht du. Nicht wirklich, also. Weil es mit dem Emoticons locken sie zwar immer. Aber das ist so das Einzige, womit sie locken können. Komme ich hier raus? Alte Grabstätte, okay.
Aber so ist das schon ein cooles Konzept, was die hier mit Sliver gemacht haben, ne? Die Leute da auch eine Kleinigkeit kriegen, dass sie den Traffic weiterleiten und so. Dadurch brauchst du nicht so eine fette Serverinfrastruktur wie Twitch und sowas. Also das ist schon schlau gemacht. Und bei mir zum Beispiel, soll ich dir mal was erzählen, ich hatte vorgestern meine Störung auf meiner Glasfaserleitung. Da angerufen, haben sie halt eine halbe Stunde gebraucht, dann haben sie es wieder ganz gehabt. Dann hat es wieder funktioniert, das Internet, und dann haben sie vergessen, die Drossel wieder einzubauen, die Bremse. Das heißt, ich habe mal einen Speedtest gemacht, ich hatte 1 Gigabit Downstream und 1 Gigabit Upstream. Obwohl ich eigentlich bis 300 Megabit haben dürfte. Haben sie die Bremse vergessen. Nun überlege ich, ob ich denen das sage oder einfach sage, oh ja, ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich 1 Gigabit Upstream hatte und Downstream. YouTube hat gestern über 500 Megabit abgenommen, wo ich das Video, das VOD hochgeladen habe. Das ging fix. Das fetzt denn schon. Aber ich glaube, ich werde auf dummer User tun und sagen, ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Und ich kann dir sagen, wenn du einmal Glasfaser hast, du willst nie wieder was anderes. Hast einen niedrigeren Ping. Keine Bandbreitenteilung mit anderen Mitbewohnern, was ich hier bei Kabel hatte. Da hatte ich teilweise von den 50 Megabit Upstream, die ich hatte, bloß teilweise 20 oder so bekommen. Wenn sie fragen, ja, war ein Geschenk. Das habe ich zuerst auch überlegt. Aber ist doch nicht schlecht, ne? Wenn man denn mit mal eine dreimal so schnelle Leitung hat. Bin du drinne? Oder nicht drinne? Hör mich durch. Und vorher war die Leitung schon total Bombe, ne? Also Downloads mit 33 Megabyte pro Sekunde. Wenn du eine richtige normale Festplatte hast, die schafft ja teilweise bloß 50 bis 100 Megabyte pro Sekunde. Schreibend. Da ist mir schon ein bisschen das Auge rausgefallen, wo ich, wie gesagt, hier 950 Megabit Upload-Geschwindigkeit gesehen habe. Was ich so gehört habe, technisch schaffen die ja durch eine so eine Faser irgendwie 1,3 Terabit durchzuschicken. Das ist schon ordentlich was. Freut mich auch, dass ich da in so einem Pilotprojekt der Stadt mit bei bin, wo sie angefangen haben, Glasfaser auszubauen. Also noch nicht jeder in der Stadt kann das haben. Das ist schon cool. Und das Schönste überhaupt, ich bezahle erst nächstes Jahr im Juli oder Juni dafür. Weil ich noch einen laufenden Vertrag bei einem Kabelanbieter habe, haben die gesagt, solange du noch bei einem anderen zahlst, brauchst du nicht bezahlen. Nur habe ich zwei Internetleitungen, die ich dann, wie ich möchte, switchen kann. Ich habe mir extra eine Netzwerkkarte gekauft, in den Rechner eingebaut. Ich aktiviere dann bloß die Netzwerkkarte, welchen Internetanschluss ich benutzen möchte. Arthur Londonderry. See you?
I'm sorry, feller, but you're too late. Arthur's dead. The man's dead. What's wrong with you? Oh, boy. You can't exactly beat it out of him now, can you? You might get something off his widow just across from Butcher's Creek, but I'd hurry. You ain't gonna be the only one a-knocking. You ought to be ashamed of yourself. Hey, I ain't the godforsaken moneylender. Tja. Mal wieder irgendwie aus der Mine rausfinden hier, ne? War das hier? Ich hoffe mal. Nicht, dass ich mich jetzt schon verlaufe. Oh, oh. Ja, ja, hier ja schon. Bist du mein Pferd? Ja, du bist mein Pferd. So. Da ist die Witwe, okay. Dann machen wir idealerweise noch einen neuen Code. Bearbeiten. Was nehmen wir denn jetzt? Machen wir es einfacher. Wir machen nur 3. Diesmal nehmen wir überraschend mal einen anderen. So. 3,40. So. Nein, stopp. Da nicht. Da lang. Hat hier einen Weg? Ja, ne? Das ist doch so arschdunkel. Ist schon wieder schmutzig. Kann ich das nicht putzen? Okay. My English skills are not the best. But I try. I bet it's funny when a German speaks English.
It's also funny when English oder American tries to speak German. Okay, viel Spaß beim Lurken, Hanji. Oh. Maybe I know one or two words in Danish. Maybe two. Du wohnst in Dänemark. Okay. I live in North Germany. Be brave, sweet angel. So we not so much away from each other. I miss his Londonderry. Arthur's dead. I know. I'm sorry for it. Just, we lent Arthur some money, you see, and... So it was you. You son of a bitch. What do you want now? You want my boy's shoes? You want the food out of our bellies? What little there is? Yes, the shoes. Lie down for you. No! I take the shoes. Arthur gave everything to pay your bills. Everything. And now there's some fellas coming to take the house. There ain't nothing left, mister. Boah, jetzt muss ich mich noch entscheiden. Asa ist ein guter Cowboy. Just wanted to say the debt's canceled and to take this. Okay, happy lurk. Back, I know. You need money and I don't. Just ask if you have questions. Well, you're a good man. I just wish you'd done it before he worked himself. I appreciate every worker. But you know, hey, wake up. Maybe you and your friend that lent him the money could do things differently. And thanks for the follow. Don't threaten the man. Excuse me. I'm sorry, man. Asa, 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 du hättest die Schuhe von dem Jungen mitnehmen sollen. Na toll, das ist ja hier ein Geld eintreiben. Ich geb denen noch Geld. Aber hier. Uha. Da ja hinten. Erstmal zu Strauss. Oder? Ja, so weit ist ja nicht. Könnte auch mal wieder was zu essen vertragen. Ne? Ach gut, das ging ja hier runter. Oh. Ich glaube, ich muss da doch wieder lang.
Da ist eine Möhre. Was essen wir? Du sollst das Rinderfleisch. Alter, was machst du denn hier? Jetzt rennt ihr hier weg oder was? Was ihr denn für welche? Seid ihr? Lündern. Wo ist der nächste? Ja. Ganze Hillbilly-Klicke. Huch. Ja, hast dich schön versteckt. Na Bär, bist du noch am Leben? Warum kann ich den nicht häuten? Steht der gleich wieder auf? Ruiniert. Kann ich denn wohl nicht mehr häuten, okay? Pferd? Ach, hier geht's lang.
Ist aber auch dunkel, ey. Ziel, willkommen. Willkommen. Get up. What? Get up. What? What is wrong? Nothing's wrong. Nothing at all. What are you doing? Something I should have done a long time ago. Get your bag. Is this it? I don't understand. I ain't gonna kill you. Though I probably should. You disgust me. And you shame us. If we could be shamed any more than we already are, that should do. Go! I don't understand you. What are you doing? Go and get a job! You know, they say the sick delude themselves. I was your friend. You and me, we ain't decent. But those folk, they was. Now here, take that. Take that and get lost. I'm leaving. Yes, leaving. Hey Pearson. Du hast das Maximum an Ehre erreicht. Ehre, Bruder. So, Close Prediction. Und wer? Das da. Gut, good luck, everyone. Congratulations. Was verraffeln wir jetzt? Machen wir so. Ne? Choose no. So. Können wir hier noch alles machen? Gibt hier noch Munition? Oh ja. Hey, get up. What's going on? Burn in hell. Damn it, Arthur. Let me sleep. Schlafen ja alle.
thing, Mr. Morgan. All right, Pearson. Good job, Arthur. Sure. Might as well make some money off it. Better than nothing, Pearson. Oh, habt ihr schon mal Essen? Können wir hier noch machen? Ist hier noch Bier? Prost! Noch eins, Prost! Stamina fast wieder voll. Eins geht noch. Gut. Können wir hier irgendwo noch was anderes machen? Lagerkasse geplündert. Morning, Arthur. You okay? I guess. I didn't really know Molly so well. Thanks for your help. Well, secure in this lovely spot. I don't like waking up in this place. You okay, Jack? Is Mr. Strauss gone? Yeah, he had to leave. Sorry. Ja gut. Du bist mein Pferd, okay. Probieren wir mal aufsteigen. Okay, Girl. Sadie geht's denn wohl weiter, wa? Gucken, wie es da weitergeht mit Sadie.
Clams! You gotta help me! I need medicine! Here, drink up. Oh, thank you. Reckon I was done for there. I had a bite of that plant over there and it hit my guts like a freight train. It's that little one over there with the pink flowers. I'd stay well clear of that if I was you. Yeah, I think you sold me on that plan. Tell me about it. Ein giftiges Kraut. Gerd, wo rennst du hin? Komm hierher. Mal sehen, ob sie mich noch suchen. Hat da noch ein Kopfgeld? Ja, $10. I insist. Insist all you like. Ain't happening.
Arthur Taylor. Taylor what? She ain't coming with us to collect her husband. Abigail, you ain't coming. That's the end of the matter. See, there you heard him. Now let's go. But nothing. It'll be quicker and easier with just the two of us. Plus, John will be calmer without worrying about you. Ain't complicated. Well, I ain't the crime sort, but I'm real grateful. Yeah, we know you are. We'll bring him back to you. Thank you! Thank you both! All right, here goes nothing. The place is surrounded by marshland. Should hopefully give us a bit of cover to move in close enough to find a spot and look for John. This time of day, prisoners will probably be working the fields. Then all we gotta do is take out all the guards and row our way out of there. Seems simple enough. How many times, Marston? Okay, bring us over. We good? Let's head for that watchtower. Okay. Stay low. Uns hier ein Wachposten. What are you waiting for? Uns hier ein Wachposten. Are you dealing with him or not? Uns hier ein Wachposten. Go on quick, before someone sees us. Wo ist der hier? Sadie, bist du blind? Der ist doch gar keiner. Mit Wetten, der wird nicht angezeigt. Irgend so ein scheiß Bug wieder. Let's go over there and see. Okay, come on. I think one of those guards was still moving. What are you doing back there? Ja, ich kämpfe mit der Leiter.
Verdammt. Come on, Arthur. Let's keep moving. Where is he? You see him? No. You. Mister. You know John Marsden? He ain't working today. Put the gun down, lady. No. You put the gun down. Now. Where's John Marsden? He ain't in the work detail today. Okay, well, I guess we'll go and get him together. Try anything, I'll blow your damn head off. You clear on that? Yes, very clear. Oh, no, you don't. Come on, partner. Hey, why don't you apologize to the lady for pointing a gun at her? Excuse me? I said apologize. I'm sorry, ma'am. Ain't no harm done. So, where do we go? Towards the entrance, I guess. And who's in charge of this fine establishment? Jameson, sir. Jameson who? No, Mr. Jameson. Heston Jameson. Is he a nice fella? He's been quite an exacting boss at times. I look forward to meeting him. They're not gonna let you do this. Well, that's gonna be up to you, my friend. Come on, please. So, you a popular employee, my friend? Not especially. Well, I guess we're about to find out. Come on, march him straight up to the front gate. You better hope someone in there actually gives a damn about this fool. Guess we'll see. We're gonna have to shoot our way out of here regardless. Lower your guns! Stay down! Okay, please. Friend, be cool now. Just do as I say. Put the weapons down, now! Jameson! Is Jameson in? He's inside, Denise. They got Milliken. Got him and gonna kill him. Unless you bring me John Marston. Right now. You got 1 minute. I'm counting. One, two, three. Milliken, is it? Yes, sir. Will you count for me? I got talking to do. Yes, sir. Of course, sir. From 1 or 4, oh, sir? Very funny. No, we must be at 11 by now. 11, 12, 13. Faster. 14, 15, 16, 17. Now hurry up. Well, this poor fool's gonna get his brain shot out. Number one, for nothing. Milliken, don't stop counting. I can't hear you. Hurry up and bring that asshole out here, you bastards. Come on. Don't cry, buddy. I don't want to die. Yeah, I know. Hey, John, love you too. Now, no funny business. Mr. Milliken here will stop crying once and for all. Okay, today's your lucky day. Let's go. Alter, was denn? Was denn noch alles? Ah!
Yes, I cover. Gibt's doch ja nicht, ey. Nein! Nein! Ah, shit! Schnauze, ich muss erstmal Heiltrank trinken. More behind us! Find the cover!
Hallo? Cheat. Seems I need rescuing, Marston. Nice to see you, Arthur. There's some fellas coming here. Don't look too friendly. We best get out of here. Come on, boss. Let's move. I'll roll. You shoot. Seriously? Let me. You're a better shot. All right, fine. You just relax and enjoy yourself, John. Leave the real work to them as can still handle it. Thanks. Keep them off us. Turn that boat around, or we will gun you down. Oh, jetzt mit mal andere Waffen. Was ist das denn? Oh. You know, I think I liked you better when you was all trussed up like a prized chicken. No doubt. Oh, hurry up! They're gonna be on our tail soon enough if you boys keep wasting time. That's us told them. Hey, Arthur. Thank you. Don't mention it. Let's go. We should get out of here quick before the law gets wind of this. Nein. Komm schon. What the hell happened in Sandy? Is Abigail all right? She's fine. Jack is too. She managed to escape when they got Hosea. Hosea? That still don't seem real somehow. All them years. Arthur. He was like family. Yeah, we lost young Lenny too. No. What a goddamn mess. And then we... What about... The money? Lost somewhere at the bottom of the ocean. What? How the hell did that happen? We hit on a boat. The only way out of there. The boat went down in a storm, and we ended up stranded on an island somewhere near Cuba. Cuba? Wait. You're gonna have to tell me all this again. It's a long story, but... Things ain't been good, John. You're telling me. We're holed up now in the mountains to the north, near Roanoke Ridge, and some caves there. The Pinkertons caught up with us again, and we had to move. Yeah, seems Molly ratted us out, the bitch. So she's dead too. Jesus. Maybe you should have just left me to hang. And I should warn you, Dutch didn't want us breaking you out. Said it wasn't the right time, so might not be the hero's welcome you're imagining. So much for no man left behind. I can't stop thinking about this. In the bank, when they grabbed me, he saw it. Felt almost like he had a moment to do something and didn't. Dutch ain't himself right now. Or
Maybe he just ain't who we thought he was. Guess we don't need to worry about who's his favorite no more. Hui. Guess not. Da waren gerade Frame Drops. You we would. John! What are you doing here? Good to see you too, partner. I meant I hadn't sent for you yet. I will. But I said that. Yeah, I know what you said. I felt different. Is that so? Yes. And when Spring and John brings the law down on all of us, what then? Arthur. Well, I guess we'll have another fight on our hands. Loyalty, Arthur, it ain't. I had a goddamn plan! John. John. You are my brother. You are my son. I was coming for you. That's him. They was talking to hanging me, Dutch. They was talking. They was talking, and now they may come and hang us all. Ja. Böse Arthur, böse. Said to tell you he and Mike have gone to Annisburg. Something about Mr. Cornwall. Cornwall. Okay. Thanks, Mary Beth. Cornwall? Wir werden das mal speichern. Idealer Zeitpunkt. Überschreiben 62%, dann werden wir morgen weitermachen. Heute war ein langer Tag auf Arbeit. Danke euch allen fürs Zuschauen, die ganzen Follows und so weiter. Was ist hier? Groß Rappel. Congratulations. Ich bin dann morgen zurück. Wer möchte, kann mir auf Twitter folgen. Ansonsten, goodbye.